Willkommen zu unserem Resümee von der Gamescom 2015. Super. Wir hatten ein paar Videos aufgenommen von der Gamescom 2015, als wir unsere Wildcards hatten für einen Fachbesuchertag. Oder Scheichtag. Wie auch immer, wir werden auf jeden Fall schon mal das Ganze einblenden, damit ihr auch uns seht. Hi! Ja, fangen wir direkt an. Hier haben wir sogar mal Tomb Raider Rising gesehen. Auf der Gamescom. Wow. Oder? Das war so geil. Und vor allem für die legendäre Xbox. Und mein Kommentar dazu? Ja, entdecke die Legende in. Sieht man gleich. Scheiße! Ja, also wir waren am Mittwoch, also quasi der erste Tag von der Gamescom, am Fachbesuchertag, weil du zwei Wildcards gewonnen hast. Du miese. So. Und ja, wir haben ein paar Videos gemacht von den ganzen Hallen. Oh mein Gott, was ist das? Kamera verreckt. Ja. Da, wo wir momentan sind, ist eigentlich das EA-Gelände. EA, die sind nicht immer so die halbe Halle. Ja, also eigentlich, so insgesamt betrachtet, ist EA eigentlich auch der coolste Stand. Ja, von allen, weil der schön offen ist. Ja, der ist offen. Nicht so abgebaute Kästen wie in anderen Scheißdingern. Ja. Machen auch ab und zu immer so Gameplay-Trailer und sowas auf ihren großen Dingern. Und meistens kann man auch immer ein bisschen den Leuten, die spielen, immer so ein bisschen hinten Rücken reingucken. Bei Need for Speed ging's, ja. Ja. Die anderen zum Beispiel. Ja, bei Battlefront war es wieder ein bisschen kritisch wegen der USK, also wegen der Altersanschauung. Metal Gear war es auch so. Ja, da war es sowieso bescheuert. So schön aufgebaut, du kannst nicht reingucken, das ist richtig bescheuert. Ja. Nee, aber so Dinge wie Unravel zum Beispiel, konnte man gucken und das will auch zusammen. Jeder spielen. Ja, ich unbedingt, ganz Auge, ich will vielleicht was Zombies unbedingt. Ja. Was wir auch kacke fanden, dass sie geschrieben haben, es ist ein bisschen weniger wie. Wann waren wir? 2013? Ja. Aber es gefühlt mehr waren wie 2013. Ja. Das ist richtig. Richtig. Also als wir vor 2 Jahren waren, waren wir auch am Fachbesuchertag und dann einmal am öffentlichen Tag. Und also am öffentlichen Tag war da schon vor 2 Jahren die Hölle los. Also das war, als ob es da irgendwo Radio gibt. Stillt. Ja. Einfach. Da war es echt übermäßig. Und am Fachbesuchertag ist es zwar weniger, aber wenn man mal bedenkt, dass da nur, sagen wir mal, bestimmte Leute rein dürfen letztendlich oder eben die, wo gewonnen haben, ist doch ziemlich voll gewesen. Und die Warteschlangen waren teilweise trotzdem ziemlich riesig. Also echt. Also entweder waren sie zu lang, ja. Oder im Fall, das sieht man auch später, da läuft man ein Ding vorbei an vorne, da sind es nicht viele, ja. Aber dass die Kacker jedes Mal drin, wie viel waren es? 20 Minuten hat die Frau gesagt. 20. Ja. Ja, 20 Minuten spielen und dann kann man sich ausrechnen, ja. Wie lang es geht. Richtig. Ja. Also boah. Wir haben immer ab und zu nachgefragt, ob man spielen kann oder sowas, wo was ein bisschen ätzend war bei Horizon von Sony. Ja. Da haben wir nachgefragt, ja, sieht man da was? Die haben schön aufgebaut, schön Gras, Bildschirme. Ja. Dann brauchst du hinlaufen. Und? Kann man spielen? Nee, ist nur Film. Tschüss. Ciao. Ja. Also ich weiß gar nicht, wo laufen da ist denn vorbei? Da laufen wir zum Xbox-Ding rum. Ach, rechts war Homefront Mad Max, ich glaube die Schiene, oder? Killer Instinct. Ja, da laufen wir da hinten, dann rechts kommt's. Ja. Also ist jetzt Microsoft und EA waren in einer Halle. Ja, genau. Was wir auch angespielt haben, war Forza 6. Und also das Geilste am Forza 6 Stand ist der Elite Controller. Ja, also der neue Xbox One Elite Controller. Also den würde ich gerne für die PS4 haben. Ja, also der war echt fett. Also der kostet, glaube ich, 150 Euro. Aber ist vom Gefühl her ist das auch wert. Ja, also der ist ziemlich oder schwer, was aber gut in der Hand liegt. Er wirkt griffig, weil es so dieses weiche Gummi ist, wo man so dieses Soft-Touch-Gummi. Ja. Und die ganzen Taschen und so, das ist einfach nicht so billiges Plastik, sondern richtig hochwertig. Also das, dann hat man in Hand gehabt und sich gedacht, und dann ist unten noch so ein Metall. Einfach mit. So ein Metall, also statt das Drehkreuz von früher, ja. Ist jetzt so ein runder Metall. Ja. Der ist richtig geil. Ja. Also das war echt cool. Also das war Space Jam Forza 6. Das Rennspiel, gut, ich habe jetzt auch nur, wie viele Minuten waren das? Vielleicht 5 oder 10 Minuten habe ich gezockt. Eine aber Runde. Mir hat es eigentlich keinen Spaß gemacht. Also erstens sah es scheiße aus. Also im Vergleich zu Drive Club auf jeden Fall. Ja. Zweitens hat sich nicht so realistisch gespielt, wie es immer heißt. Ja. Aber jetzt auch nicht so. Das war eigentlich schon das K.O.-Kriterium. Wo ich es gespielt habe, war so: Du siehst scheiße aus, du fährst scheiße. Ja. Also der Controller, das war einfach. Ja.
Also wir haben ja vor 2 Jahren haben wir auch DriveLab ausprobiert, Dings, und da konnten wir eigentlich direkt nicht genug kriegen. Also wir konnten damals von dem Gameplay, haben wir auch ein paar Mal dann gefahren, ja, weil es geil war. Und da Forza, da hatte ich nach dem einen Rennen hatte ich schon keine Lust mehr. Also ich habe es dann gelassen, weggelaufen. Ich wurde dann schon vorher weglaufen, aber ich habe es dann zu Ende gefahren. Ja, ich habe es auch zu Ende gefahren. Und was das Witzige war, ich bin direkt Erster geworden und ganz viele nicht. Ich habe mich gedacht, wir kriegen dieses Hinterspiel schon. Aber ja gut, so viel zur persönlichen Meinung. Wo laufen wir jetzt vorbei an Division, glaube ich. Ja. Was da drin war, keine Ahnung. Aber man sieht, dass da ziemlich viel. Also man konnte es spielen. Ja, ich war keine Ahnung. Und links daneben war For Honor. Nach der Xbox-Horde hier. Genau, also da rechts sieht man es jetzt. Sind zwar nicht viele, aber naja, wie gesagt. Die Schlange hat sich so gut wie gar nicht bewegt. Ja. So echt. Wahrscheinlich haben sie es dann am öffentlichen Tag bestimmt ein bisschen runter reduziert, weil ich bin bei so einem Andrang immer 20 Minuten, da stehe ich ab. Wieso? Dann kannst du, wenn du bis zum Schluss da bleibst, einmal spielen. Geil! ja, aber war ein bisschen schade. Hätten sie auch ruhig ein bisschen kürzer machen können, weil ich denke, so ein kleiner Einblick reichen die auch 5 oder 10 Minuten, da brauche ich keine 20 Minuten. Ein spielen. Match halt. Ja. Ja, da war Rainbow Six Siege, was mir. Ich weiß nicht. Also viele Stände haben auch gar nicht nachgefragt, weil sie uns jetzt nicht so interessiert haben, so wie Rainbow Six Siege oder sowas. Ja, was mir vom Ding her nicht gefällt. Ja, also es war dann nicht so unseres. Da habe ich gesagt, dass seine Kamera Penis nicht kriegt. Ja, also ich habe eine relativ handliche Kamera im Vergleich zu dem, was der da hatte. Sieht auch, also seine Kamera sieht wichtig aus, weil er oben so einen schönen Schaumstoffbobbel drauf hat. Ja, ich habe... Die haben, also sie waren uns so weit auf dem... Ach, gucken mehr auf die Kamera wie auf uns. Ja. Battleborn war es auch nicht so für mich, ehrlich gesagt. Also das Enttäuschende eigentlich für mich war auf der Gamescom, dass die Spiele, die ich auf jeden Fall anzocken wollte, dass es da, dass ich da teilweise entweder zu lange warte hätten sollen, oder worauf ich einfach irgendwie keine Lust habe, oder es gab keine spielbare Szene oder sowas. Das fand ich scheiße. Also ich weiß nicht, ich stehe halt nicht gern, sag ich mal, 2 Stunden an, nur um nachher 10 oder 15 Minuten zu zocken. Also da, dann gucke ich lieber rum und gucke, ob ich ein paar 10 abgreifen kann, ja, wo ich was mitkriege oder sowas. Ja. Weiß nicht, das stört mich eigentlich, dass alles so zugebaut ist. Und wenn das offen wäre und andere würden zocken und ich könnte denen zugucken, wäre es mir schon egal. Hauptsache, ich sehe einfach, wie es aussieht. Ja. Ich muss nicht unbedingt selber gezockt haben. Aber es geht mir ziemlich oft. Echt auf den Keks. Ja. Das war echt kacke. Zeit. Ja. Also wir wurden geschädigt vom letzten Mal Gamescom. Ja. Wo wir im Sony-Stand 4 Stunden gewartet haben. Für ein verficktes Video, eine Demo, wo wir woanders auch zocken konnten. Genau. Oder wo wir dann die anderen Sachen spielen wollten und durften nicht mal Spielszenen aufnehmen. Ja. Das ist jetzt die Halle, wo Sony drin ist. Ja, stimmt. Die haben es diesmal, also wir waren ja vor 2 Jahren, letztes Jahr waren wir nicht, und da war das die Sony-Halle nicht so geil, ehrlich gesagt. Nee. Also sie haben es jetzt schöner aufgeteilt. Ja, für jedes Spiel quasi so einen eigenen Kasten. Ja. Und vorher war das ein Stand, wo alle ihre Top-Games irgendwie drin waren. Das war irgendwie nicht so geil. Und das haben sie jetzt da besser gemacht. Wir haben auch später Street Fighter gezockt und so, weil das war so ein Stand, wo du einfach hinanstehen konntest an verschiedenen Bildschirmen und wenn die fertig gezockt haben, einfach hin. Ja. Was Street Fighter angeht, also ich werde es mir nicht kaufen. Ich habe die ganze Zeit verloren. Ja, also es war nicht mein Kampfspiel. Also so Spiele wie Tekken oder sowas, das geht bei mir eigentlich schon ganz gut von der Rolle, aber ich bin auch zum Beispiel nicht so dieser Mortal Kombat Spieler. Also ich bin, ehrlich gesagt, was Kampfspiele anbelangt, eher so der Button Smasher. Ja. Ich auch. Ah, du bist raus, du bist einfach ein verkackter Nerd da. Wieso? Ich hab so Kampfspiel. Was ist denn kaputt? Ich hab was drauf geachtet, was ich wo mach. Ach, halt die Klappe. Nicht wie du. Wow, wow. Krieg eine Banane. So spielst du und gewinnst auch noch. Ja, Sony hat auch ein bisschen Bühnenshow gehabt. Ich glaube, da haben sie gerade rumgedanced oder sowas. Ja, das war die ganze Zeit. Das war, weiß nicht, ob man da kurz was sieht, aber das war schon ein bisschen. Deswegen, ja, sind wir gleich weiter gegangen. Ja, das war der Stunt. Ja, es war Guitar Hero, glaube ich, und dann danach Street Fighter, oder? Nee, davor. Ist doch Street Fighter. Ja, ja. Bist du bescheuert? Ja, ich habe gerade nur Guitar Hero gelesen. Ich hab gar nicht gewusst, dass Guitar Hero da der Nähe war von Street Fighter. Echt? Und es war halt cool, es war alles offen mit so Sitzbänken, Sitzsäcke manchmal. Dann gab es normale Controller und diese alte, oder halt diese Arcade-Controller, die man kennt mit so einem Stick und die Knöpfe so. Also es war die großen. Ja, die riesen Controller da. Es war echt cool gemacht.
so wär, wenn so jeder Stand gewesen wäre, wäre ich glaube richtig zufrieden gewesen. Weil man konnte einfach hinstehen und anderen zugucken. Und das sind wir einfach auch mal ein paar Minuten hingestanden, haben anderen zugeguckt und haben gewartet, bis wir vielleicht rankommen. Wir haben dann erst schon ab der Hälfte, wo wir da waren, gesagt, okay, jetzt zocken wir mal was. Ja. Erst so alles abgelaufen, gucken, wo was ist. Ja. Festgestellt, wie viele Arschlöcher herumstehen. Zu viele. Waren eigentlich überall zu viele. Also zumindest jetzt für uns, für unseren Geschmack, außer ein paar Sachen. Ah, die wollte ich mitnehmen, gell? Ja. Oh, wollte ich. Das war jetzt der Metal Gear Stand, der sah richtig cool aus. Ja, ich hoffe, du hast ihn aufgenommen. Ich hab, glaube ich, mal rübergeschaut. Das, schwenk um! Schwenk um! Ja. Weil es sieht aus wie die Plattform halt. Ja. Und da saß eine auf der Treppe und da habe ich zu ihm gesagt, siehst du, wie die aussieht? Ziemlich deprimiert, also muss man lang warten. Ja. Der hat echt so geguckt, so, ich will nicht so lang warten. Ja, da hat er jetzt der Blizzard-Stand. Der war nicht auch ganz cool. Ja, man konnte überall reingucken. Ja, man war so niedrige Mauern und alles war öffentlich. Ja, das war eben cool, also man konnte überall zugucken. Die hatten auch ein paar Figuren ausgestellt, das war ganz, ganz cool. Und Bühnenshow hatten sie halt auch. Die filmen wir ja, glaube ich, auch. Ja. Weiß nicht, also die haben ja auch ihr neues World of Warcraft Add-on angekündigt oder sowas. Ich weiß, das hast du bei der Szene auch gesagt und gesagt, film das! Film das! Das sah halt cool aus. Das sieht immer cool aus. Ja, das Schlimme, gell, bei Blizzard spielen, dass die Zwischensequenzen, Rennsequenzen immer fett aussehen. Und Spiel selber. Ach komm, das ist meistens nicht schlecht. Scheiß Comic-Grafik hier auf den Sack. Oh mein Gott. So sieht's ja aus. Was auch, also wenn ihr auf der Gamescom mal hingehen solltet, kauft euch auf jeden Fall keine Energy Drinks. Ja, also die kosten erstens sind sie 4 scheiß Euro. Ja, also zumindest das, was wir jetzt gekauft haben. Und dann hab ich zu mir immer gesagt, wieso laufen die ganzen Penner mit dem gleichen scheiß Energy Drink rum? Ja, es war nicht der gleiche, es war schon ein anderer. Ja, aber das war viel mit dem Krokodil und Dr. Pepper und so. Ja, und dann habe ich geguckt, wieso, wo, wie, wann, was. Ja. Und dann haben wir gesehen, dass du überall eigentlich so einen scheiß Energy Drink so mitkriegst. Ja, das sind manchmal Kühlschränke, wo... Ja, oder die räumen gerade ein und dann läufst du hin und du sagst bloß, weißt schon, kannst 2 Stück rausnehmen, läufst weg. Ja. So lächerlich. Ja. Also das ist echt, also eigentlich darf man auf der Gamescom gar keinen Energy Drink kaufen, weil man kriegt eigentlich überall welchen, man muss nur gucken. Ja. Also zumindest da, wo wir waren. Also wir haben, glaube ich, danach bestimmt 3 Stück so gekriegt oder sowas, gell? Also wir haben das Cola, dann den mit den Punkte. Ja. Dann glaube ich nochmal 3-4 Stück. Ja. Also 2 Stück haben wir gekauft. Ja, leider. Ja, und dann... Der Rest haben wir sowieso fertig. Richtig. Und also das Essen war auch nicht so der Burner, aber. Das Essen ist. Ja. Also es ist schweineteuer. Also wir haben. Also ich habe eine fucking Frikadelle mit Reis. Und Pommes. Und Pommes. 13 Euro. Ja, aber nicht mal viel. Ja. Ich könnte auch so wegschmeißen. Ich weiß, es war schon richtig bescheuert. Das war Patrick. Ja. An der Hände stehe ich. Ja. Deinen Träumen vielleicht. Ja, in deinen nicht, weil du siehst so aus. Arschloch. Ja, ansonsten, also, wir waren jetzt von der Gamescom nicht so begeistert. Ich durfte zwar auch an der Umfrage noch mitmachen. Oh ja. Haben sie 5 Minuten Zeit? Ich lieb schon meine geknallt, echt. Ja. Hock da fast eine halbe verfickte Stunde für so einen Scheiß. Tippding. Ja. Dabei habe ich mich sogar beeilt, ne? Aber, also mich stören eigentlich 2 Dinge an der Gamescom. Zu einem, dass wenn man wo was anzocken kann, dass es in der Regel zu wenig Anspielstationen gibt, dadurch sind die Warteschlangen zu lang. Und dass eben alles zugebaut ist und ich eigentlich bei fast nirgends was zugucken kann, ohne anzustehen. Ne? Da war es wieder cool, auch hier, da war es offen, der Bildschirm nach außen, da können wir reingucken, das ist halt geil. Also wir hätten als Verbesserung, dass sie einfach die Hallen ab Alter machen. Ja, das heißt, es gibt eine Halle ab 18. Dass du, wenn du ab 18 bist, läufst rein und kannst alles sehen. Richtig. Dann müssten sie zwar mehr kontrollieren, aber weiß nicht, also ich denke, dadurch könnte man auch mehr die Besucher befriedigen, denke ich, weil ich habe keine Lust, da hinzugehen, nur um fucking 4 Stunden anzustehen, um dann ein paar Minuten zu spielen,
Ja, keine Ahnung. Also es wäre schon cool, wenn sie sich da mal was einfallen lassen könnten, dass es praktikabler wird. Also eigentlich lohnt sich es überhaupt nicht. Nee, also du bleibst lieber zu Hause und guckst dir die scheiß Videos im Internet an. Also wenn man jetzt nicht so ein Ultra ist, der Fressetag früher da sein kann. Ja, also keine Ahnung. Für den, der muss schon ziemlich harte Nerven haben oder einen Stuhl mitnehmen oder ja, keine Ahnung. Und Morpheus war auch witzig. Er wollte es probieren, aber ich sagte, lauf mal hin. Ja. Nur mit Reservierung. Ja, ist auch geil, ja. Aber so ein Punkt. Ich hätte mich richtig drauf gefreut, das mal auszuprobieren. Nur mit Reservierung. Ja, gleich ist es auch unser Video vorbei. Das war so ein. Also der Punkt, wo es uns auf den Sack ging, war ab dem Energy Drink. Also erst seine scheiß Rundfrage, dann der Energy Drink, dass er 3,70 kostet. Und dann stand noch dran, plus 25 Cent Pfand. Und ich dachte, boah, echt, ihr habt einen Arsch offen. Ja, also er war schon früher, viel früher getildet. Ich bin da meistens ja nicht so. Aber dann später auch, und da war es bloß noch so ein, durch die Hallen laufen. Ja, war nicht so. Also wie gesagt, es fängt wieder von vorne an. Fazit, alles scheiße. Ja. Also, wir gehen nichts verpasst. Also, ihr habt nichts verpasst, da kann man sich überall besser informieren oder auch von Leuten, die einfach mehr, weiß ich, Presseberechtigung haben und die dann Berichte schreiben oder sowas. Da kriegt man mehr mit, wie wenn man selber hingeht und da guckt. Ja. Also es war schon echt beschissen. Ich hoffe, du machst auch nicht mehr beim nächsten Gewinnspiel. Ja, ich schenk's dann. Tja. Nee, also das war unser Fazit oder unser Resümee zur Gamescom. Ja. Auch für mich fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein. Auch noch was Wichtiges, ein Highlight. Energy Drinks. Ja. Fett. Wir haben auch ein paar gesehen, aber nur gesehen. Ja, von den Rocket Beans. Ja, von Rocket Beans. Die waren ziemlich gestresst. Ja, von High Five und so, aber. Und Fetti Fett. Kids Meet, ja. Der war auch da. Der hat auch einen Merchandise-Stand. Ja, stimmt. Wir haben von Kids Meet einen Merchandise-Stand gesehen. Das war schon ein bisschen für uns verstörend, aber gut, es gibt halt Leute, die gucken Kids Meet und kaufen sich dann auch ein T-Shirt von dem. Aber. Es gab sogar ein paar, die das getragen haben. Das war faszinierend. Also ich glaube, der macht da schon gut Umsatz in seinem Merchandise-Stand. Würde mich ja schon interessieren, wie viel Umsatz sie machen so am Tag. Herr Loco. Ja. Okay, also gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu unserem nächsten Video von was auch immer. Was sagst du jetzt? Ja gut, von was auch immer. In diesem Sinne. Tschüss. Mit euch.